Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend hier aus dem ICE, und zwar den ICE 776, der von Frankfurt am Main nach Oldenburg fährt. Wir befinden uns gerade in Bremen Hauptbahnhof und sind im Grunde genommen auf dem letzten Abschnitt der Strecke unterwegs, hier am späten Abend, und fahren diesen Zug. Wir nehmen einen Screenshot auf. Ja. Also es sieht auf jeden Fall schon sehr schön aus. Hier ist einiges im Bahnhof schon unterwegs. Hier fährt gerade die 110 ein. Dahinter sind noch Doppelstock-Steuerwagen zu sehen und. Ich würde sagen, wir steigen mal ein in den Führerstand unseres wundervollen, formschönen Fahrzeugs und rüsten erstmal auf. Oh, was... Das sah aber gerade komisch aus. Hier sind so komische blaue Artefakte. Womit hängt das zusammen? Hängt das mit der Mod zusammen? So, auf jeden Fall einmal hier ein bisschen die Helligkeit runter. Das blendet ja total. Das ist ja... Hält man ja gar nicht aus. Dann einmal den Bremsschlüssel aufgesperrt. Türen entriegeln. Bremsen ziehen wir allerdings an. Auch hier stellen wir mal die Helligkeit runter. Genauso wie auch hier. So. Und hier können wir die Helligkeit auch runterstellen. Nee, das nicht. Sondern so. Und dann jetzt hier mit den Pfeiltasten. So. Genau. Ja, dann haben wir das. Hier einmal wieder zurück. Türen können wir verriegeln. Dann gehen wir mal hier ins ZD und geben die Zugnummer ein. Wir sind der ICE 776 und gehen hier auf Enter und anmelden. Zugdaten werden angemeldet. Anmeldung ist erfolgt. Sehr schön. Dann schalten wir uns noch unsere Sicherungssysteme an, und weil wir es können, schalten wir uns auch noch die AFB an. V-Soll-Freigabe. Dann setzen wir uns wieder. Wir sind schon ein bisschen zu spät bei der Abfahrt. Hier V-Soll-Stelle einmal hoch auf die 40, mit denen wir ausfahren dürfen. Einmal der Blick zum Bahnsteig. Türen sind alle zu. Dann einmal Bremsen komplett lösen. Den Fahrschalter auf die F-Stellung. Fahrmotorlüfter springen an. Und jetzt können wir ein bisschen Leistung aufschalten. Haben wir überhaupt Lichter an? Nee, machen wir noch Licht an. Das müssen wir auf jeden Fall bestätigen. So, haben wir. Noch ein bisschen Leistung rein. Können wir denn nochmal das Licht umstellen? Da. Zack. Und gehen wir direkt mal auf das Fernlicht. So, ja, mal wieder eine abendliche Fahrt hier im ICE. Natürlich mit dem dem Enhancement Pack, ja, mit Soundmod und allem drum und dran, was man dafür so braucht. Und wir starten hier unsere Fahrt in Bremen und fahren bis nach Oldenburg. In Oldenburg hat die ursprüngliche Strecke, also die Bahnlinie zwischen Oldenburg und Bremen, gestartet. Damals im Jahre 1867 wurde die Strecke offiziell eröffnet mit dem Abschnitt zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven. Und so, wir befreien uns mal. Da können wir noch gar nicht, wir haben noch eine 1000 Hertz Beeinflussung. Ja,
einmal hier ins rote Licht getaucht. Genau, 1867 wurde die Bahnstrecke eröffnet mit dem Abschnitt zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg. Das bestätigen wir einmal. So, wir fahren weiter in 40. Wir haben natürlich keine Zwischenhalte. Und auch das bestätigen wir. Genau, haben eine 1000 Hertz Beeinflussung bekommen. Auch herrlich, diese Beleuchtung in der Nacht. Das sieht doch wunderschön aus, oder? So, wir können mal die AFB hochstellen. So, ein passendes Thumbnail brauchen wir natürlich auch noch. Schauen wir mal. Boah, das ist doch sehr schön. Genau, so. Der Screenshots kümmern wir uns mal lieber darum, dass wir die Kiste sicher nach Oldenburg bringen. So, 1000 Hertz Beeinflussung ist vorbei. Das heißt, wir befreien uns und können die AFB auf 60 stellen. Fahrschalter einmal runtergestellt. Sobald wir dann mit dem kompletten Zug am Signal vorbei sind, dürfen wir auch auf die 60 hoch. Wir können uns ein bisschen Licht hier auch noch anmachen. Einmal über die Eisenbahnrollklappebrücke. Das ist gar nicht die Eisenbahnrollklappbrücke. Was erzähle ich? Die ist in Oldenburg. Das ist einfach nur eine normale Brücke. So, und Leistung können wir jetzt mittlerweile aufschalten. Und ab hier vorne dürfen wir dann sogar 120 fahren. So, einmal hier vorbei an diesen wunderschönen Güterwagen, die hier noch abgestellt sind. So, und wir dürfen 120 fahren. Hier ist bestimmt eine 155 vorne dran. Jawohl, Prestnitztalbahn 155, wunderschöne Lok. Die Brücke, über die wir gerade gefahren sind, das war die Weserbrücke. Die wurde tatsächlich beim Zweiten Weltkrieg komplett zerstört und musste neu aufgebaut werden. Die Brücke, über die wir gerade gefahren sind, wurde im Jahr 1962 fertiggestellt. So, wir sind bei Kilometer 40. Max der Strecke, nämlich 160 km/h hochbeschleunigen. Und das machen wir auch mit Vergnügen. Dann auch nebenbei mal die FPS eingeblendet lassen. Ja, stabile 60, 55, 59, 60. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe hier nebenbei im Grunde genommen den Fahrplan mit dabei an dem zweiten Bildschirm von Wikipedia. Das ist ganz dankbar, wenn man da tatsächlich
da mitlesen kann, wo man gerade ist. Bei Kilometer 37,0 fahren wir dann an Bremen-Buchting vorbei. Oder auch nicht. Okay, dann ist das vielleicht gar kein Bahnhof mehr, sondern war früher einer. Und gleich werden wir die Landesgrenze überqueren zwischen Bremen und Niedersachsen. Ja, das muss man mal auch dazu sagen. Ich glaube, Bremen-Oldenburg ist die... Ja, ich wollte gerade sagen, die einzige Strecke, bei der Landesgrenzen von Bundesländern überquert werden, das stimmt aber gar nicht, denn Hamburg-Lübeck ist ebenfalls eine Strecke, bei der Landesgrenzen überquert werden und die linke Rheinstrecke meine ich auch. Vorbei. Überquert man auf der linken Rheinstrecke wirklich die Landesgrenze zu Hessen an irgendeinem Punkt? Ich glaube nicht. So, das ist Heidkrug. Einmal hier dran vorbei. RS3 und RS4 bedient. Ja, Delmenhorst kommt jetzt als nächstes. Also Delmenhorst DF. Und das ist eine Ankündigung auf 120. Schnell runter mit der Geschwindigkeit. Ja, viel zu heftig abgebremst. Schöner Sternenhimmel hier übrigens. Kann man sich nicht drüber beschweren. Wir sind gerade hier ordentlich in der Kurve. Wir sehen es hier an den Sternen, die an uns vorbeihuschen. Und dürfen jetzt am Ende dieser Kurve 160 fahren. Also Fahrsteller zurück und AFB auf die 160. Und Fahrschalter wieder hoch. Herrlich, immer wieder toll. ICE 1, wirklich ein grandioses Fahrzeug, sowieso schon von Haus aus und mit der Mod dann nochmal eine komplett andere Experience. Das ist wirklich, also da kann man, das kann man einfach nur genießen, finde ich. Das ist gerade hier so bei so einer abendlichen Stimmung, herrlich. Und dann, wenn man mal überlegt mit TSW 4, wenn dann eben noch so ein bisschen so Nebel beispielsweise auf der Strecke ist, das wird bestimmt richtig gut aussehen, gerade so bei Sonnenauf- oder Untergang oder auch halt in der Nacht. Da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Zum aktuellen Zeitpunkt, ne, jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich persönlich noch nicht den TSW 4 spielen dürfen, wie ihr diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, wisst, habe ich da ja meistens dank DTG etwas früher schon Zugang dazu, aktuell noch nicht.
aber wenn es dann der Fall ist, werde ich die Zeit nutzen, um für euch genügend Videos vorzuproduzieren, sodass wirklich am Release-Tag vom Early Access da ein Video nach dem anderen rauskommt. Und das ist zumindest der Plan, hoffen wir mal, dass der auch so ausgeführt werden kann. So, wir sind jetzt hier vorbeigefahren an Schierbrook. Ja, was kann man zu Schierbrook sagen? Schierbrook ist eine sogenannte Bauernschaft in der Gemeinde Ganderkirsi. Oder Ganderkirsi. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht, aber ja, eine Bauernschaft, ganz interessant. Beziehungsweise eine Bauerschaft, Entschuldigung, Bauernschaft ist nochmal was anderes. Eine Bauerschaft ist im niedersächsisch-westfälischen Sprachraum eine ländliche Siedlungsform, die sich aus verstreut liegenden Bauernhöfen zusammensetzt, also ganz viele Bauernhöfe oder einige zumindest, die mehr oder weniger im gleichen Gebiet unterwegs sind. Eine sogenannte Bauerschaft. Und was eine Bauernschaft ist, ist nochmal was anderes. Das ist ein Bauernstand, aber naja, gut. Wollen wir nicht zu viel über Bauern reden. Gerade vorbeigefahren an Buchholzberg. Trennungsbahnhof, denn an diesem Bahnhof trennen sich die Strecken zwischen Bremen und Oldenburg, ne, gerade eben schon drüber gesprochen, und dort beginnt die Strecke Hude-Nordenham-Bliegsten. Glaube ich, von der Nordwestbahn angefahren heutzutage. Ja. Ich kann schon mal die Leistung ein bisschen rausnehmen und rollen lassen, da wir gleich auf 120 runtergebremst werden. Da ist auch schon die Ankündigung. Schauen wir mal, dass wir es diesmal ein bisschen geschmeidiger hinbekommen. So, 140 haben wir, 130 jetzt gleich auch. Wir lösen aus und stellen die AFB runter auf 120 und fahren jetzt zur Meierhude. Haben also noch ungefähr 16 Kilometer vor uns. Schön hier, ne, bei Nacht. So, wir dürfen auch schon wieder 160 fahren. Das machen wir auch. Fahrschalter hoch. Einmal die Geschwindigkeit hochpetern.
Wir wollen ja nicht zu spät kommen. Wir wollen ja nicht dem Spott der Fahrgäste ausgesetzt sein, dass die Deutsche Bahn mal wieder zu spät kommt. Ich saß letztens in der S-Bahn, die etwas zu spät abgefahren ist. Die S-Bahn wurde betrieben von der, nicht von der Deutschen Bahn, sondern von irgendeinem anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Eine Voslogie 6, die uns da gerade entgegenkommt, ist herrlich. Wusste ich gar nicht, dass die hier unterwegs ist. Auf jeden Fall ist die S-Bahn zu spät abgefahren. Ich glaube, es war sogar eine Regionalbahn. Und daraufhin meinte der Zugführer, beziehungsweise der Zugchef, hat dann die Durchsage gemacht, verläuft dein Leben stets nach Plan, fährst du selten Deutsche Bahn? Fand ich irgendwie witzig, andererseits dachte ich mir, ja gut, okay, also das war ja nicht mal Deutsche Bahn, ne? Also das war dann so ein bisschen der Versuch, die Schuld auf andere zu schieben. Klar, gut, er hätte natürlich vielleicht DB Netz oder sonst wen meinen können, aber also streng genommen ist der verspätete Zug nicht von der Deutschen Bahn gewesen. Dann kam halt trotzdem mit dieser Zugdurchsage. Fand ich irgendwie witzig, aber gleichzeitig dachte ich mir, oh, yeah, yeah, also gewagt hier, guter Mann. Sehr, sehr gewagt. So, 10 Kilometer haben wir noch vor uns. Und die Geschwindigkeitstafel, die rollen hier runter, einer nach dem anderen, ne? Allmählich vorbei an diesem Haltepunkt. Das ist, glaube ich, Wüsting. Gucken wir mal. Ja. Um 21.17 Uhr. Ob wir das schaffen werden, sei jetzt mal dahingestellt. Das würde heißen, wir haben noch 3,5 Minuten Zeit für rund 4 Kilometer. Ah, 5 Kilometer. Also je nachdem, wann eine Einschränkung kommt, eine Geschwindigkeitsherabsetzung, würde ich sagen, könnte das sogar noch funktionieren, dass wir halbwegs pünktlich ankommen. Ich will es nicht versprechen, aber ich will es doch hoffen. Denn vielleicht gibt es ja die ein oder anderen Fahrgäste, die einen anderen Zug dann nehmen müssen, weil sie umsteigen. Und dann, man kennt das selbst, ne? Wenn der eigene Zug Verspätung hat und man vielleicht nur 5 Minuten Umstiegszeit hat, sonst kommt der nächste Zug erst in einer Stunde oder so und der ganze Reiseplan ist kaputt. Ach ja, das ist manchmal dann doch sehr frustrierend, dass da eine gewisse Unzuverlässigkeit herrscht. Dementsprechend wollen wir heute mal versuchen, pünktlich zu sein. Es könnte klappen, wir haben aber gleich eine Ankündigung auf 60, wie man bereits das hat, verrät und einen Halt zu erwarten. Daher einmal runtergebremst. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das haltzeigende Signal vom Bahnhof ist, also am Bahnsteigende, oder ob es tatsächlich hier noch auf freier Strecke uns entgegenkommt. Ich will es nicht provozieren, dass wir über ein haltzeigendes Signal fahren, deshalb gehe ich schon.
schon mal jetzt ein bisschen weiter runter mit der Geschwindigkeit. Okay, da haben wir nochmal Halt zu erwarten. Dem Vorsignal Wiederholer. Jetzt bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob jetzt hier irgendwie ein das Hauptsignal um die Ecke kommt. Oh ja, da sehe ich es rot leuchten. Vermutlich sind wir zu schnell an das Haltzeigersignal rangefahren. Ja, komm schon, wie es aus. Nein, nicht halten, nicht anhalten, nicht anhalten, nicht anhalten, nicht anhalten. Komm schon, lieber Zug. Ja, jawohl, sehr gut. Wir sind nicht über einen 500er gefahren, über einen aktiven. So, 60 dürfen wir fahren. PZB blinkt auch nicht mehr. Okay, sehr gut. Dann, okay, das, wir schaffen es vermutlich nicht perfekt pünktlich, aber schon so, dass man sich eigentlich nicht beschweren kann. Einmal die AFB auf, na, so, 60 eingestellt. Und der Baum ist aber ein bisschen sehr nah am Streckenrand. Einmal über besagte Eisenbahn-Rollklappbrücke und dann sind wir auch schon in Oldenburg Hauptbahnhof. Das wird bestätigt. Jawohl, bloß keine Zwangse riskieren. Leistung rausnehmen, betrachten, was im Bahnhof rumsteht. Da sehe ich ein bisschen was an. Regio-Swingern 155, die sich gerade in eine andere Dimension beamt. Mit einem Autozug, mit bunt gemischten Autos. Und da ist auch schon unser Bahnsteig. Gleis 3, Aufstieg, befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Und jetzt können wir anhalten. So, Türen auf. Und jawohl, mit diesem Bild verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.